ohne Plan. Ich habe keinen Plan für dieses Video. Ich bin hier in meinem Raum und habe jetzt etwas an meinen Schmuckstücken, die ihr ja sicher immer wieder gesehen habt, meinen Kurzfilmen. Ja, genau. Kreativ an kleine Perlen bemalen. Und hatte jetzt so den Impuls, kurz mal wieder ein Video zu machen, ohne dass ich eine Kette zeige. Einfach so. Auch indem ich mich wieder mal zeige und nicht im Wald. Ja. Ich werde nachher sicher schauen, ob jemand aus der geistigen Welt uns etwas sagen möchte. Keine Ahnung, wer sich da melden wird. Ich finde, dass diese Zeit ziemlich schwierig ist, schon länger, aber jetzt wird es immer wie so schräg. Und für mich hat das alles, also in meinem Bewusstsein, hat das irgendwie mit dem Corona angefangen und ich habe das Gefühl, es verdreht sich alles immer mehr und es sind auch Themen in verschiedenste Richtungen, die aufkommen, wo, ja, wo ich, wenn ich was höre oder sehe, dann verstehe ich eigentlich die Welt nicht mehr. Ich denke, es hat schon immer gegeben, aber jetzt habe ich das Gefühl, ist es wirklich so aus dem vollen Schöpfen, was alles verdreht werden kann. Und ja, ich schaue seit 15 Jahren ungefähr oder noch länger keine Nachrichten mehr und so. Ich bekomme es halt mit auf Facebook oder so. Ich habe so viele Freunde, ganz wenig, die ich wirklich kenne. Und manchmal, da lese ich halt mal was mit und dann merke ich auch, wie die Menschen sich gegenseitig auch so angreifen und das finde ich jetzt echt nicht förderlich. Es ist so eine Energie geladen, einfach, es ist geladen. Also, am besten tut es mir dann, wenn ich mich da eben mit meinen Farben und Baumperlen zurückziehe und einfach schöne Dinge mache. Schönes für die Welt, Schönes für mich, Schönes für andere Menschen und gar nicht eigentlich da einsteigen. Ein Moment nimmt es mir, manchmal nimmt es mich so rein und da löst es dann auch so Emotionen aus. Und so ein Unverständnis oder einfach so das Gefühl, was passiert, was ist das, es ist einfach schräg, für mich schräg. Und dann schaue ich, dass ich einfach schnell wieder aussteige und da mich gar nicht darin, lange darin bleibe. Genau. Ich habe mir auch schon den Gedanken gemacht, wie soll es eine Veränderung geben ins Positive. Wenn ich jetzt da so rausschaue, dann sehe ich wenig Positives. Aber wenn ich rein spüre, dann spüre ich es. Und ich denke, wir können es wirklich so anschauen, dass wenn das Licht heller wird, dann wird der Schatten auch klar. Das heißt, umso mehr Licht, umso dunkler der Schatten oder umso mehr zeigt er sich. Und im Moment kommt es mir so vor, wie alles, was früher vielleicht so im Versteckten, ja, so nicht so vordergründig
an komischen Dingen geschah, ist jetzt so wie normal, so offensichtlich. Und ich denke, das hat schon mit der Veränderung zu tun, dass halt alles irgendwie ans Licht kommt. So, dass man halt jetzt auch manchmal vielleicht schockiert ist, und das hat aber wie keine Kraft, keine Energie. Das ist einfach so, es ploppt auf und irgendwie ist es gar nicht so groß, wie es scheint. Es gibt ja ganz viele verschiedene Richtungen. Ich möchte jetzt auch nicht darauf eingehen. Also, ich verbinde mich mit der geistigen Welt und möchte mal schauen, ob jemand da ist, der vielleicht mir eine Antwort oder auf dieses Thema eingehen möchte oder einfach für uns im Moment jetzt gerade da ist. Der Erzengel Michael. Das sagt eine klare Botschaft für dich, für euch. Ich, Erzengel Michael, ich erkenne die Situation als solche, die Erde, die so wie ein Lichtspektrum um sich trägt, ist eine ganz klare Energie, also wenn ich jetzt so das Bild bekomme, ist es einfach wie um die Erde herum ein ganz helles Licht. Und dieses helle Licht, das wirkt durch alle Schichten. Und das sagt die eigene Botschaft kann jeder Mensch darin erkennen. Es sind Illusionen, es sind Verschiebungen, es sind Denkmuster, es sind Geschehnisse, die eigentlich wirklich schon immer da waren. Es sind Gedankengänge, es sind menschliche Handlungen, die schon immer da waren. Und es ist jetzt an der Zeit, diese so quasi mit bloßem Auge zu erkennen, zu sehen. Er sagt, es ist eine Zeit der Veränderung und es braucht wie diesen Blick oder das Sehen, das Erkennen, das Wahrnehmen. Und es wird sich verändern. Er sagt, die Menschen werden eine Zeit lang sehr harsch miteinander sein. Und es ist so wie ein Kampf, der entsteht. Das heißt, das kann im kleinen Rahmen und das kann auch im größeren Rahmen sein. Und die Ideologie einer Welt, die vielleicht in den letzten ...60 Jahren so wie funktionierte, so diese, ja, wie ich vorhin sagte, heile Welt. Er sagt, es ist eine, wie so oberflächliche Sicht, die wir auf diese Welt hatten. Es gab ganz viel im Hintergrund, das geschehen ist, das nicht wahrgenommen wurde. Und das Ersichtliche jetzt zeigt auf, wie der Mensch
funktioniert, wie der Mensch im Prinzip wie so ein karmisches Spektakel der Vergangenheit. Der Vergangenheit bis jetzt. Und er sagt, das Feuer, das darin ist, es sind so wie Flächen oder Themen oder Geschichten, die wie irgendwo mit diesem Feuer verbrannt werden. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so wie Karma, das verbrannt wird. Und er sagte auch, es geht auf jeden Fall auch um die eigene Wahrnehmung. Um die eigene Wahrnehmung, das heißt das intuitive Wahrnehmen, das eigene Wahrnehmen und nicht das, was dir vermittelt wurde. Es geht darum, selbst die Verantwortung zu übernehmen und sich eigentlich nicht mitreißen zu lassen, sondern selber auch zu prüfen, was für uns stimmig ist oder was für uns stimmt und was nicht. Weil das sind ja auch ganz viele Themen von im Prinzip Lügen, Manipulationen. Also ist es wichtig, jetzt den Fokus bei sich selbst zu halten und die eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen, auch Dinge zu prüfen für sich selbst. Prüfen Dinge, die unklar sind oder Aussagen von anderen Menschen. Es ist so, wie es wirbelt in alle Richtungen, also so eben das Manipulative. Da kannst du in jede Richtung schauen und dich fragen, ob das jetzt wahr ist oder nicht wahr ist. Da geht es darum, selbst zu spüren, was ist meine Wahrheit im Prinzip. Und ich bekomme jetzt das Bild wie so Töpfe, die dampfen und der Deckel, die Deckel werden abgenommen. Und das dampft einen Moment und dann brutzelt das Wasser und irgendwann ist es vorbei. Er sagt, die eigene Verantwortung, das eigene Erkennen, Erspüren, das eigene, also eigentlich schon so die Intuition stärkt sich gleichzeitig auch immer mehr und vielleicht spüren das auch schon viele, dass man nicht mehr alles einfach als eine Wahrheit nimmt,
Wie eben zum Beispiel früher, wenn wir Nachrichten schauten, also meine Eltern vielleicht. Es ist klar, dass das wahr ist, dass das alles stimmt und richtig ist. Und man fängt jetzt bereits an, sich ja, zu hinterfragen, ist das jetzt, stimmt das oder stimmt es nicht? Die eigene Fähigkeit stärkt sich. Und er sagt, es ist wie so ein Sturm, der aber ganz viel auch mitnimmt, also eigentlich bereinigt. Also es geht um das bewusst Wahrnehmen, Hinhören, Spüren und vor allem nicht einsteigen. Und das, ich sehe so viel Buntes. Und ich denke, das ist jetzt, das hat dann auch damit zu tun. Also es sind so wie so bunte Flocken oder es sind nicht Blüten, aber einfach das Kreative. Oder einfach die Dinge, die schönen Dinge im Leben, also den Fokus einfach darauf zu richten. Die eigene Stärke in sich wahrzunehmen und sich nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen lassen. Und also ich nehme ihn jetzt irgendwie so klar und kraftvoll wahr, also das ist nichts es ist wie etwas Positives, das es mit sich bringt. Und er sagt, es so heilende Energien wirken ganz tief und es bringt auch Erneuerung mit sich. Und dass viele auch spüren, dass sich Neues zeigt oder dass sich mehr wie so Klarheit zeigt. Klarheit, vielleicht mehr Klarheit im Leben, Klarheit, was möchte ich machen oder was möchte ich nicht mehr machen. Oder, es ist wichtig, in der eigenen Welt zu bleiben und vielleicht das Ganze auch einfach wie ein Kind betrachten, das spannend findet, was passiert denn da und was ist denn das? So, boah, wusste gar nicht, dass es das gibt. Genau. Also ist es also das Bild mit dem kochenden Wasser, mit dem Dampf, mit dem Deckel und irgendwann ist das Fass verdampft. Das war jetzt ziemlich klar eigentlich. Also bleiben wir bei uns. Und wenn es mal nicht klappt, dann steigen wir einfach so schnell es geht wieder aus. Dann wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bis bald.